Willkommen zurück zu einem weiteren epischen Abenteuer in Elex. Heute werden wir uns erstmal danach umschauen, was wir eigentlich noch so für Aufträge haben, die wir jetzt hier versuchen könnten zu klären. Ach genau, ich war nämlich dran, ich wollte ja das Hausverbot durchsetzen oder eher gesagt beheben. Und dafür müssen wir ein wenig stärker werden, denn der Dude, gegen den wir antreten müssen, boah, der haut schon ordentlich zu. Und hier war, glaube ich, irgendwas, was man aufheben konnte, ja, hier, Setzerbrot. Sehr schön, das haben wir auch schon mal mitgenommen. Dann schauen wir uns mal hier schön um und gucken mal, ob wir hier vielleicht den einen oder anderen Gegner finden, den wir gleich wegklatschen können. Denn dank des Schnellspeicherns ist das richtig, richtig angenehm, auch mal hier so einen Kampf zu machen, weil man einfach immer kurz eine Taste vorher drücken muss. Und ich hatte hier gesehen, dass hier hinten auch irgendwie so Gegner rumgeschlichen sind. Deswegen, wir gehen jetzt mal hier rechts rum entlang. Obwohl, von da sind wir ja gekommen letztes Mal. Dann gehen wir hier mal links entlang. Laufen wir mal so ein bisschen, da müsste ja bestimmt gleich mal irgendein Vieh oder so kommen, was wir wegklatschen können. Ich glaube, da unten habe ich auch schon irgendwo was gesehen und hier sind auch noch ein paar Heilpflanzen. Die können wir definitiv mitnehmen. Pflanzen sind immer gut. Können wir immer gut gebrauchen. Das sieht richtig cool hier aus. Echt sehr, sehr schön gemacht alles hier. Da hinten haben wir ein Vieh. So, dann speichern wir mal schön. Nehmen unsere Waffe in die Hand. Fliegen mit dem Jetpack rüber. Und auf geht's. Oh je, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Und zack, 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 bam. Mal ihn wieder gegeben. So, Ausdauerregen. Ah, sehr gut, erwischt. So. Und bam. Oh, jetzt hat er mich einmal erwischt. Und nochmal. Muss vielleicht viel mehr blocken. Boah. Mist, 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 Mist. Und rollen. Und zack. Ja, okay, wir haben ihn erledigt. Wir haben ihn erledigt. So, da können wir jetzt erstmal hier schön ausplündern. Ja, sehr gut. Da haben wir schon mal einiges bekommen. War hier irgendwie so eine Art Höhle oder so? Ich hatte das Gefühl, dass ich hier etwas gesehen hätte. Höhle oder so. Hier haben wir noch Wiesenkraut. Das nehmen wir mal mit. Hier scheint aber nichts groß zu sein, ne? Oh, Mist. Jetzt ist da auch noch so ein Kleinvieh. Ja, das lassen wir lieber erstmal. Guck, dass ich erstmal lieber weglaufe vor dem Vieh. Einfach aus dem Grund, ich habe sehr, sehr wenig Leben und ich werde mir jetzt schnell hier hinten den Schlafsack nehmen und werde dort pennen, weil das werde ich nicht mit irgendwelchen Heilungskräutern oder so hochregen, das Leben. Ah, hier eine Heilpflanze. Weil wenn da hinten schon ein Schlafsack ist, dann können wir den auch benutzen. Ich frage mich, ob die Gegner hier im Spiel... Oh, da haben wir irgendwie so ein komisches leuchtendes Vieh. Ich frage mich, ob die Gegner hier im Spiel respawnen wieder nach einer Zeit oder ob das wie in Gothic ist. In Gothic war es ja immer so, wenn man von einem Kapitel ins nächste gekommen ist, dann sind immer alle Gegner nachgespawnt. Bin mal gespannt, wie das hier in dem Spiel gehalten wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie hier bestimmt jederzeit nachspawnen, weil man hier ja auch sehr, sehr viel zu erkunden hat und ich glaube auch, dass ein sehr hohes Level fürs Ende vorausgesetzt wird. Bin mal gespannt. Oh Gott, das Vieh kommt schon. Mit dem Jetpack, da habe ich doch gar nicht so dran gedacht, das im Kampf mehr zu benutzen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Knochen erhalten. Ja, die geben 5 Erfahrungen. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir hier mal so ein paar Gegner mehr erwischen, die ein bisschen mehr XP geben. War ja auch nicht mehr lange, bis ich zum Level abkam. Ne? Müssen wir mal ganz kurz schauen. Ja, das ist nur noch ein bisschen Erfahrung, die wir benötigen. Also Gegner geben auch nicht so überragend viel XP, muss man sagen. Also das meiste macht man hier wirklich, wenn man Aufträge erledigt. Ich denke mal, dass die Gegner auch respawnen. Daher geben die auch so wenig XP. Damit man nicht die ganze Zeit hier sich komplett hochgrindet am Anfang. So, jetzt müssen wir nur mal kurz gucken. Hier war ja dieses komische Vieh noch. Hier haben wir irgendwie... Da, da liegt ein Heiltrank. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Da in der Mitte ist auch irgend so eine Insel. Da ist bestimmt irgendwas drauf. Da gehe ich gleich mal hin. Da haben wir erstmal das Vieh. So. Bam. Direkt weggeklatscht. Ohne Probleme. So, der hat 10 Erfahrungen gegeben. Mal wieder speichern. Schauen wir uns mal hier weiter um, ob wir hier noch schöne Sachen finden. Ah, hier ist überall Wasser.
Im Wasser kann man überall laufen, ne? Ja, nichts irgendwie gehabt, wo man tauchen konnte oder so. Würde ich mich echt mal interessieren für, ob man hier in dem Spiel auch tauchen kann, ob es eine Art Unterwasserwelt zu erkunden gibt. Oh. Erstmal Ausdauerring. Oh, okay, die können auch in die Luft angreifen. Ach, sehr schön, den haben wir erledigt. Junger Hornwolf. Okay, sehr gut. Ah, mit dem Jetpack kann man sehr, sehr gut das mit der Ausdauer machen. Wenn man hochfliegt, dann kann man in der Zeit nämlich schön seine Ausdauer regen. Und wenn man dann wieder kämpft, geht das Jetpack hoch. Das erleichtert einem schon den Kampf enorm, auf jeden Fall. Da haben wir noch Pflanzen. Können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Es scheint auch irgendwie so eine Ruine zu sein. Wenn wir uns jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen. Das sind auch diese komischen Mana-Pflanzen, diese roten. Wird mal früher irgendwie so eine Plantage dafür oder so. Oh, was ist denn hier passiert? Kommen so Hörner aus den Pflanzen. Schon sehr eigenartig aus. Ah, hier wachsen aber auch noch überall Sachen, die wir mitnehmen können. Mächtige Heilpflanze. Schön alles einpacken. Da können wir bestimmt schöne Heiltränke von brauen. Mistvieh. Oh. Oh. Holy shit. Das ist so eine Art Gift. Mich jetzt gut erwischt, ey. Boah, sehr gut, ey. Ja, hier muss man schon echt aufpassen. Unten ist anscheinend noch irgend so ein Vieh. Oh ja, da sind mehrere Viecher. Mit denen will ich mich jetzt nicht direkt anlegen, weil dafür ist mein Leben einfach gerade zu low. Müssen wir erstmal gucken, dass wir hier irgendwie so ein bisschen Hellstuff finden. Ansonsten wieder zurückgehen. Es scheint auch wie so eine Art Brücke das zu sein, ne? Oh, krass, ey. Hier kannst du einfach so rüberlaufen. Ja, mega geil. Da haben wir nochmal ein Trollkraut. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und von hier aus kann ich eigentlich darüber fliegen. Da hinten kann ich ja wieder in dem Schlafsack pennen. Gucken, ja, hier kann ich schon stehen bleiben. Dann tun wir das Jetpack wieder ein bisschen laden lassen. So, und dann kann ich jetzt hier hochfliegen. Sehr gut. Dann pennen wir wieder erstmal eine Runde. Leben zu recken. Ja, meine XP gehen auch voran. Zwar sehr langsam nur, aber sie gehen voran. Ich könnte ja auch gucken, ob ich irgendeinen anderen Auftrag vielleicht hier draußen erledige. Hier gibt es ja mehrere Aufträge, die man erledigen kann. Ich muss mit den ganzen Leuten noch sprechen. Das ist zum Beispiel ja eine Aufgabe noch. Wo wir den Mörder finden müssen. Könnten wir eigentlich mal schauen, ob wir das nebenbei jetzt machen. So, dann schlafen wir mal bis zum nächsten Morgen wieder. Zack. Können wir mal gucken, was wir hier so herausfinden. Erntezeit. Born möchte, dass ich die ausgewachsenen Heilenwurzeln abernte. Das könnten wir eigentlich auch machen, Leute. Da kriegen wir bestimmt auch nochmal so 200 XP für, ja. Richtig schön ist auf jeden Fall. Und vor allen Dingen sehr casual-freundlich, muss man sagen. Dieser Radar oben rechts in der Ecke, der zeigt mir nämlich jetzt an, mit den gelben Punkten, wo überall diese Pflanzen sind, die ich ernten kann, ja. Finde ich eine ziemlich, ziemlich nice Sache auf jeden Fall. Das macht das Spiel gerade für Leute, die das vielleicht... Also zum ersten Mal in so ein Genre einsteigen, ja, macht das Ganze ein bisschen einfacher. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, dass es sowas gibt. Weil manchmal ist es einfach sehr schwer, auch Dinge zu finden. Wobei man sagen muss, dass das natürlich auch einen gewissen Anreiz gibt, wenn man alles suchen muss. So, dann gehen wir mal eben in die Stadt hier. Schnell speichern. Ich bin gespannt, ob ich den Dude mit dem Beil weggeklatscht kriege nachher. Ob ich dafür dann stark genug bin. Hoffe es. Hier bin ich noch gar nicht lang gegangen, ne? Hier komme ich aber zu diesen Feldern. Und auf jeden Fall jede Menge Pflanzen, die wir auch erstmal schön ernten können. Wolfskraut. Noch gar nicht gefunden. Hier ein Kraut. Wolfskraut mal gefunden? Weiß es nicht. Egal. Hier hinten müssen irgendwo Heilpflanzen sein, die ich ernten soll. Oder die sind weiter oben. Das kann auch sein.
Gucken, dass ich erstmal ja irgendwie hochkomme. Dank eines Jetpacks. Technik. Oh ja. Verdammte Technik, das denke ich mir aber auch gerade. Oh no. Wollte gerade sagen, dank eines Jetpacks kann ich mir den Weg sparen und komme da easy hoch. Aber, nein, ich hab's verkackt. Müssen wir erstmal ganz kurz warten wieder. Wenn das in den roten Bereich geht, dann braucht das richtig lange, bis sich das auflädt. Oh, Dude, ey, flieg da nicht rüber. Genau. Nein, warum machst du denn schon wieder eine Rolle? Was ist denn los mit dir? Warum rollt der denn immer vor dem Haus runter? Mann, ich will auf dieses Ding, dann ist da so ein Fels, auf den will ich, und dann will ich da hoch. Dann spare ich mir den Weg außenrum, aber den hätte ich jetzt schon längst nehmen können. Der Typ hier. Technik. Nein! Boah, jetzt gehe ich außenrum, jetzt ist mir das echt zu doof. Der fliegt ja immer da drüber. Was ist denn los mit dem? Oder kann ich hier irgendwo an den Felsen... Ach, guck mal, da hinten, da sind so Felsvorsprünge, auf die komme ich drauf. Man denkt immer, das hält recht lange, ne, das Jetpack. Aber wenn ihr das durchdrückt, boah, das geht so schnell leer. Muss man echt aufpassen. So. Jetzt aber hier, komm hoch da. Okay. Versuchen wir es mal lieber von der Seite hier. Guck mal, hier kann ich hoch, glaube ich. Nee. Jetpack ist aber gleich aufgeladen. Nein, der bleibt da hängen. Ah, hier kann ich stehen bleiben. Bleib hier schön stehen. Nicht runterfallen jetzt. So. Schön hier drauf stehen bleiben, genau. Schön hier drauf stehen bleiben. Genau. Jetzt fliegen wir da schön hoch. Kollege. Sehr gut. Ihr hört sogar einmal, wenn er in den roten Bereich kommt, kurz auf. Mit dem Jetpack. Also das deaktiviert sich einmal dann kurz. Da muss man wieder neu aktivieren. So, jetzt müssen wir mal schauen. Weiß gerade nicht. Hier war ich noch gar nicht, ne? Ne, hier war ich noch nicht. Eine neue Gegend, wo ich gerade bin. Scheint oben überall Heilpflanzen oder so zu sein. Boah, sieht das geil aus. Eieiei. Bin mal gespannt. Warten hier oben Gegner auf mich? Das sieht eher so aus, als wenn ich jetzt aus der Stadt raus bin. Speichern mal. Oh, hier haben wir einen riesigen See. Wollen wir noch mal testen, ob wir da tauchen können gleich. Richtig geil aus. Ah. Ja, aber tauchen kann man, glaube ich, nicht. Oder? Oh, jetzt bin ich aus Versehen aus dem Spiel so rausgetappt. Nee, tauchen kann man anscheinend nicht in dem Spiel. Naja, ist ja nicht schlimm. Oh, was haben wir denn da? Keine Ahnung, ob ich gegen den Gegner eine Chance habe. Ich werde ihn jetzt einfach mal versuchen. Oh, nee, da sind zwei von denen. What the hell? Was bist du denn? Alter. Okay, gut, alles klar. mit dem komischen geflügelten Vieh legen wir uns definitiv nicht mehr an. Das lassen wir erstmal für den Anfang. Der hat mich einfach one-hitted. Ausgewachsene Heilwurzel, okay. Problem ist, die Teile wachsen hier nur bei dem auch in den Fall. Ist so irgendwie, hier liegen überall Sachen rum. Elex. Nehmen wir mal alles mit, Elexit. Alles schön mitnehmen hier. Was haben wir denn hier? Was ist das da? Unten ist eine drinne. Und da ist auch ein Schwert. Ignis Artifex. Das ist eine Waffe.
Oh, Mann. Nice. Das ist so ein richtig krasses Schwert. Zweihand. Oh, dafür brauchen wir auf jeden Fall ordentlich Stärke und Geschicklichkeit. Einst die Waffe eines großen Warlords, der dieses Schwert in der Hitze des Vulkans härtete. Seither trägt es unglaubliche Macht in sich. Oh, das scheint auf jeden Fall eine ziemlich krasse Waffe zu sein. Für die brauchen wir aber jede Menge Stärke und Geschicklichkeit. Dann werden wir das auf jeden Fall machen. Mal speichern. Boah, nice. Was haben wir denn da für eine krasse Waffe bitte gefunden, Leute? Keine Sorge, ich bin ganz lieb. Ich gehe schon wieder. Er steht genau an einer Heilpflanze. Zu der ich gerne hin möchte. Hier ist noch eine. Da müssen wir irgendwie von der anderen Seite ran. So, da kommen wir jetzt dran. Zack. Vielleicht muss ich die gar nicht bei ihm holen. Doch, muss ich anscheinend. Weil... ist genau abgezählt hier, die Heilpflanzen. Boah! Das ist Drecksmistvieh. Na komm! So. Sehr schön, haben wir auch erledigt. Ja, speichern. Hier hinten ist auf jeden Fall noch eine Pflanze. Können wir dann erstmal schön mitnehmen. Ja. Und dann geht's hier rüber. Ich habe immer Angst, dass irgendwas im Wasser ist. Aber anscheinend nie. Zum Glück. So, hier haben wir wieder eine, da auch. Boah, jetzt habe ich die ja bald alle zusammen. Sind ja nicht mehr viele. Die schwierige wird, glaube ich, bei diesem Vieh da hinten, bei diesem komischen, was auch immer das ist. Der Höllenbestie, um sie einfach mal so irgendwie zu betiteln. Das ist aber auch ein Vieh, ey. So, ausgewachsene Heilpflanze, sehr schön. Müssen wir nur noch an die letzte irgendwie kommen. Das Vieh rumtaumelt. Ich da irgendwie dranlaufen und die sammeln und dann wegrennen. Oh, gut, ich hab's geschafft. Bin weggekommen. Aber ich würde mich jetzt gerne nochmal hier an dem Lager umschauen. Boah, das Schwert ist ja mega geil. Bin ich mal gespannt. Eine Zweihandwaffe direkt am Anfang, so eine krasse. Wahrscheinlich ist das so eine richtig billige noch. Ich freue mich, dass ich hier so eine Waffe gefunden habe. Oh Gott! Ich hoffe, der lässt irgendwann auch mal locker. Ja, jetzt anscheinend. Oh, schnell in die Stadt zurück. Schnell in die Stadt zurück. Wir geben jetzt schnell die ganzen Heilpflanzen ab. Uiuiuiui. Oh. Ich jetzt ein bisschen gerade schon fast ein Köttel in der Hose. Wenn so ein Vieh hinter einem herrennt, was einen one-hittet. Glaub mir mal, das ist kein schönes Gefühl. So. Machen wir uns mal schön fein auf den Weg hier. Bringen erstmal den ganzen Stuff zurück. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, nach da unten, ne? Hier ist aber auch noch irgendein NPC. Ach, der Rüstschmied, ne? Ja. Der hat hier oben seine Schmiede. Ich glaube, die Sachen hier darf ich nicht nehmen. Nee, das ist verboten. Da Ärger, wenn ich die jetzt nehme. Ah, hier unten haben wir die Heilpflanzen alle. Boah, diese Stadt, ne? Die ist unfassbar riesig. So, wo bist du denn, mein Freund? Da oben, ne? Hier sollte ich den ganzen Kram bringen, oder? Born, ja. Hier, deine Heilwurzeln. Hier.
Deine Heilwurzeln. Meine Anerkennung und der Dank der Verwundeten ist dir sicher. Außerdem werde ich Ragnar ausrichten, dass du dich für die Gemeinschaft einsetzt. Und ein paar Splitter als Bonus. Ich glaube, ich bin jetzt Level up, oder? Verdammte Technik. Ja, ich bin Level up. So, jetzt hauen wir hier alle Punkte erstmal in Stärke. Warte mal, habe ich Giga bekommen als sonst? Nee. Oh. Aha. Jetzt kostet Stärke 2 Punkte immer. Oh. Das. Okay, dann wird das dauern, bis ich das Schwert benutzen kann. Weil da muss ich echt sehr, sehr hoch für sein. Aber dann haben die das, glaube ich, perfekt ausbalanciert hier mit den Waffen, ne? Weil das Beil braucht genau 33 Stärke, ja? Da haben sie da echt sich Gedanken auch drüber gemacht. Finde ich geil. So, jetzt nehmen wir das Beil mal. Das sieht jetzt nicht wirklich anders aus, ne? Aber wie viel Schaden macht das? Schaden 30, das macht 22. Okay, da sollte ich auf jeden Fall schon mehr mit reißen können. Jetzt gehen wir erstmal auf Bring mir etwas bei. Genau. Alles klar. Extra Hitpoints, da brauche ich Konstitutionen für höher. Ausdauer brauche ich auch wieder. Ja, dann muss ich als nächstes das höher machen. Erhöht den Schutz deiner Rüstung mit jeder Stufe. Ah, das wird schwierig, glaube ich. Oben war ja der Typ von dem Hammer-Clan. Der konnte mir ja, glaube ich, wegen Schaden und sowas beibringen. Da brauchte ich ja nur noch mehr Stärke, ne? Ja, mal gucken, dass wir das eben schnell machen. Weil wenn wir dann noch mehr Schaden austeilen, dann können wir nochmal gegen den Typen aus der Taverne kämpfen. Vielleicht habe ich jetzt eine Chance gegen den. Oh, das war, glaube ich, zu früh. Ja, muss ein bisschen warten. Lass das mal eben kurz vollregen. Nice. Ich könnte auch gegen den Typen aus der Taverne Tränke benutzen eigentlich, ne? Aber das will ich ungern machen. Ich will den, also ohne irgendein Heilmittel oder so zu benutzen, wegklatschen. Ja, natürlich am besten dann so. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Da ist das Teil. Ja, da müssen wir jetzt hier lang. Ist nämlich noch ein bisschen höher. Giga. Boah, ich bin mal gespannt, wie ich später aussehen werde, was ich für Rüstung und Waffen habe. Das ist immer das Geilste so, wenn man bei so einem Spiel vorankommt, wenn man dann diese richtig krassen Waffen und alles hat. So, genau. Hier sind wir jetzt richtig. Müssen wir da hoch. Ja. Vorringen. Der Hammer sieht auch cool aus, den der eine da hat, diesen leuchtenden. So, und da haben wir das Haus des Hammer-Clans. Da mal auf den Blick rein. So. Mit dir wollte ich reden. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Ja. Angriffsstärke, genau, das war das. Okay, fürs nächste Mal muss ich noch ein bisschen mehr haben. Was haben wir denn hier noch? Jetpack-Angriff. Nee, das kann ich noch nicht. Nee, dann machen wir als nächstes, werde ich Leben und Rüstung erhöhen, glaube ich. Ja, Rüstung gut. Ist so eine Sache, ne? Wie viel Kohle habe ich eigentlich jetzt? Lexi, 1050? Hä? Hatte ich nicht schon mehr? Wieder was ausgegeben gehabt? Weiß ich jetzt gerade ehrlich nicht. Ich hatte gestern dem 1200 gegeben, ne? Dann hatte die mir, für die ich die Quest machen sollte, 700 gegeben. Hatte ich irgendwas Krasses? Ach nee, ich habe ja jetzt gerade eine Fähigkeit verbessert noch. Meine Güte, Kevin, ey. Das hat ja gekostet, genau. Man bezahlt ja Geld, wenn man hier diese Talente lernen will oder verbessern will. Okay. Weiß ich schon mal ein bisschen, wo die Kohle hin ist. Ah, ich könnte mir beim Schmied natürlich versuchen, diese Jägerrüstung komplett zusammenzumachen. Aber da müsste ich erstmal ohne Ende Elixit für haben. Und dann würde ich auch gerne diese Fähigkeit lernen, dass meine Rüstung noch mehr Verteidigungswert gibt. Wir versuchen jetzt erstmal den Typen so. Vielleicht habe ich ja eine Chance. Jetzt müsste ich dem ja auf jeden Fall mehr Schaden machen. Bessere Waffe. Ich habe ein Talent gelernt, was meinen Schaden erhöht. So, wollen wir mal gucken hier. Oran. Der Hammer-Clan. So, mit dir haben wir das ja schon mal. Weil ich dir so. Du kannst. Ich will. So, dann werden wir ihm jetzt mal versuchen, wo, zu zeigen, wo es hier lang geht. Kann ja nichts anreden, so, ne? Du willst also, dass der Hammer-Clan bei mir wieder was zu trinken? Dann zieh da. Erstmal wegfliegen. Du verkaufst doch
gewisse Dinge. Ah, ein kleiner Handel gefällig? Ich suche etwas. Jetzt holt er seinen Bogen raus, so. Oh ja, jetzt habe ich ihm gut gegeben. Aber er mir auch. Er ist bewusstlos. Oh, Kacke. Du hast einen ziemlich harten Schlag drauf. Ja, sehr geil. Du wirst jetzt wieder den Hammerclan bewirten. Ja, schon gut. Ich werde mal mit Angrim reden. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammerclan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisenclan geben könnte. So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Okay, nice. Den haben wir weggeklatscht jetzt. Boah, ich mache jetzt schon echt gut Schaden. Boah, habt ihr gesehen, wo ich den Ultraschlag gemacht habe, wie viel Schaden der bekommen hat? Der ist ja mal mega heftig. Müssen wir nur gucken, wo wir am besten pennen können, ein Ründchen. Nicht hier in dem Haus vielleicht irgendwie schnell schlafen. Bett. Zum nächsten Morgen schlafen, ja? Machen wir mal. Ich hoffe, das gibt keinen Ärger. Okay, den Beutel lassen wir mal lieber da. Ich bin schon wieder weg. Tschüss. Okay, dann gehen wir jetzt mal hoch zu dem Hammerclan. Und werden erstmal Bescheid geben, dass wir unsere Aufgabe erfolgreich erledigt haben. Ich bin hier lang. Auch gut XP bekommen, als ich den weggeklatscht habe. Der hat mir, glaube ich, 200 oder so gegeben. Dann müssen wir jetzt hier weiter hoch. Reiten immer mehr voran. Mach mich immer beliebter hier in diesem Lager. Das auch sein muss. Kann ich bald endlich eine vernünftige Rüstung tragen. So. Boah, Marc, du warst das, ne? Der ist nicht da. Wo ist der? Hallo? Was? Ja, Cormac. Weiß, warum Eldur verärgert ist. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Uran den Hammerclan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. 500 Erfahrung. Das Ganze war Angrims Schuld. Er war nochmal Angrim. Das ist der andere, ne? Nee. Nee, das ist nicht der andere. Es gibt den Hammer und den Eisenclan. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Eisenclan. Ah, doch. Angrim ist ja. Weiß nicht, ob ich den verraten soll. Weiß nicht, ob das Einfluss hat, dass ich dann nachher nicht ins Lager aufgenommen werde oder so. Mach das. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. Okay. Müssen wir jetzt mal gucken, wegen Angrim. Ich weiß gar nicht mehr, wer genau das war. Da bin ich jetzt gerade echt ganz scharf am Überlegen. Oben ist ja der Ragnar, oder wie der heißt, ne? Angrim, wer war das nochmal? Dem würde ich nämlich jetzt gerne mal reden. Den kann man bestimmt irgendwie bestechen oder so. Also quasi jetzt erpressen. In der Hinsicht. Oder ich kriege eine Belohnung, weil ich ihn nicht verpfiffen habe. Kann natürlich auch sein. Müssen wir mal ganz kurz gucken, wo der genau war. Und wer das genau war. Ich weiß auf jeden Fall, das war so ein Hörer hier von denen. Nee, Wache. Ist da so ein Symbol? Ach, da kann man was pflücken. Hier, das wird auch auf der Karte angezeigt, wenn du hier Sachen pflücken kannst. Ja, hier, den ganzen Kram kann ich nehmen, den Müll. Nochmal 200 XP bekommen jetzt. Weil Rappen erstmal wegklatschen, die Viecher. So, dann können wir nämlich die Knochen nehmen, die können wir ja auch verticken.
Hier noch irgendwas? Ja, ein Pfeil nochmal. Apfel. Hier durchwühlen oder so? Nee, ne? Da kann ich nichts durchwühlen. Gehen wir mal weiter. Angrim, wo haben wir den? Ich bin echt gerade sehr stark am überlegen, wer nochmal von denen hier Angrim war. Das war aber, glaube ich, nicht der vor dem Tor, ne? Gehen wir mal eben ganz kurz hin. Schau mal eben nach. Du, Angrim? Nee, Drock. Okay. Ich glaube, der Angrim war doch irgendwo da oben. War das der vor dem Tempel? Das könnte sein, dass der das vor dem Tempel war. Aber der ist eigentlich Bertram. Mit dem habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, ne? Weißt du, wo ich Ausrüstung herbekomme? Was hältst du? Wie ist dein Leben als Kleriker? Ah. Wie ist dein Leben als Kleriker? Es erfüllt mich und lässt mir keinen Zweifel daran, dass wir für die richtige Sache streiten. Die wäre? Kalans Worte in alle Ecken der Welt zu tragen und neue Anhänger zu gewinnen. Auch in der Zeit des Schweigens begleitet er mich. Ich kann ihn förmlich bei mir fühlen. Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung herbekomme? Ja, das weiß ich ja schon alles. Ich bin auf der Suche nach Angrim. Ich glaube, das kann sogar sein, dass der hier hinten war. Schauen wir uns jetzt mal um. Erka. Du siehst nach einer Wache aus, ne? Jora. Ich spreche mal mit dem nochmal. Hatte ich nicht für den auch einen Auftrag? Was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Woher hast du die? Gibt es ein Problem? Ja, ein Problem, das ich gerne vermeiden möchte. Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Und als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Und was erwartest du jetzt von mir? Naja, ist wohl fest mit deinem Arm verbunden. Abschlagen möchte ich ihn natürlich auch nicht. Aber gut. Ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Erzähl mir mehr über die Werker. Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Eh? Ebenso wie die Alps. Sie extrahieren es auch. Willst du uns mit diesen menschenverachtenden Bestien vergleichen? Sie werfen Menschen und Material in ihre Konverter, um an das Elex zu kommen. Das ist ein großer Unterschied. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. Ihr braucht also Maschinenteile. Richtig. Denn natürliches Elex ist seltener in Edan als anderswo. Da du dich frei bewegen darfst, hätte ich sogar eine Aufgabe für dich. Ah, sehr schön. Ich höre. Dir ist sicher schon dieses Monstrum aus Metall am Horizont aufgefallen. Du redest vom Konverter. Ja. Die Alps mussten ihn aufgeben. Ich brauche dort einen Mann, der sich nach entsprechenden Stücken umsieht, aus denen wir Elex gewinnen können. Natürlich ist die Aufgabe nicht ganz ungefährlich. Selbst wenn die Alps dort den Kampf gegen uns verloren haben, ist die Gegend mit Vorsicht zu genießen. Du willst etwas haben, das den Alps gehörte? Ich würde gern darauf verzichten, aber wir brauchen das Elex. Denn ohne Elex gibt es kein Mana. Aber wir brauchen das Mana für unsere Weltenherzen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas von den Alps anrühren. Okay. Ich sehe mich beim Konverter nach Maschinenteilen um. Gut. Kehre nicht mit leeren Händen zurück. Und lass dir nicht zu viel Zeit.
Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir das Elex unseren Gegnern überlassen können. So, da haben wir schon die nächste Mission. Warum sehr schön. Auf Technik verzichten? Das ist rückständig. Du denkst also, unser Leben hier ist rückständig? Dann lass mich dich vom Gegenteil überzeugen. Soweit wir wissen, sind in nahezu allen modernen Apparaturen größere Ansammlungen von Elex enthalten. Natürlich findest du es auch sonst überall. Aber der Elex-Anteil ist in eben diesen Gegenständen beachtlich. Das Elex selbst ist mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es den Transformationsprozess durchlaufen hat, ist es uns möglich, mächtige Magie damit zu wirken. Und wer über diese Macht verfügt, braucht keine Technik. Wenn ihr auch schneller haben, spart euch die Transformation. Nur durch Fortschritt kann man einen Krieg gewinnen. Nur durch Fortschritt kann man einen Krieg gewinnen. Nein, nicht durch Fortschritt, sondern durch Taktik. Und wir setzen im Gegenzug zu den Alps nicht auf Elex. Wer sich zu lange dem Elex aussetzt, verliert alle Emotionen und denkt und handelt wie eine Maschine. Darum morden die Alps kaltblütig und geben nichts auf die Menschheit. Also, machen wir das einzig Richtige. Wir wandeln das Elex um und ziehen ein Leben vor, das frei von seinem Einfluss ist. Also ist eure Art zu leben als Schutz vor dem Elex zu verstehen. Jetzt hast du es verstanden. Was ist mit dem Elex, das in Elexit enthalten ist? Du meinst, warum wir es nicht daraus extrahieren? Exakt. Nun, die Elex-Konzentration ist zu gering, als dass der Aufwand den Ertrag rechtfertigen würde. Und mir ist kein Verfahren bekannt, wie wir an den Rohstoff gelangen könnten, ohne uns daran die Zähne auszubeißen. Also nutzen wir es wie alle anderen als Zahlungsmittel. Macht Sinn. Nicht wahr? Auch wir können uns davor nicht verschließen. Was man sich nicht erkämpfen kann, kann man sich vielleicht erkaufen. Ah, okay. So, dann gucken wir uns jetzt mal weiter um hier. Onja, nee. Der ist das auch nicht. Der Typ von den Eisen-Clan. Wache. Hier ist auch niemand drin. Ich glaube. Ach, der ist doch, glaube ich, oben, ne? Der ist im Haus gegenüber gewesen, meine ich. Jetzt nochmal nach oben, da wo der Hammer-Clan war. Und ich meine, der war im Haus gegenüber. Dann gehen wir da mal hin. Schauen uns da mal um. Das ist richtig gut, auch wie die Städte so belebt sind, weil hier so NPCs und so langlaufen, finde ich echt ziemlich gut gemacht. So von der Atmosphäre her, das fühlt sich echt an wie so eine richtig schön lebendige Stadt hier. So. Gehen wir jetzt hier hoch erstmal. Dann hoffe ich, dass ich jetzt nochmal einen schönen XP-Bonus bekomme. Dafür, dass ich den Typen nicht verpfiffen habe. So nett war. Ich meine, der war hier im Haus, ne? War doch hier gegenüber, oder? Nachtwache? Nee. Hat dich jemand eingeladen? Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Ah, okay, ich lasse euch in Ruhe. Da war das hier im Haus. Nee, ne? Hier ist auch nichts. Nee, dann war der hier auch nicht. Nee, dann habe ich mich vertan. Wo war der denn nochmal? Das ist Duras. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Dann schauen wir mal hier oben. Vielleicht war der auch hier drinne. Auch sein. Hier haben wir eine Leibgarde. Nochmal Leibgarde. Hier ist diese Rika oder wie sie heißt, ne? Ja, ich rede mal mit dem Ragnar. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Meine Frau weiß nicht, was sie von dir halten soll. Kein gutes Anzeichen. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Was? Ich habe erst so wenig? Kann ich der Frau irgendwie helfen?
Hat mir, glaube ich, auch irgendeine Aufgabe gegeben, ne? Dass ich den Ärger oder so lösen soll. Ja, wir müssen diesen einen noch finden. Muss ja irgendwo sein. Also hier oben in den Häusern war er nicht. Dann gehen wir mal jetzt weiter runter. Kann auch sein, dass das Haus unten war von diesem Eisenclan. Ja, das ist erstmal so eine Sache, ne? Da muss man erstmal so ein bisschen reinfinden. Ah, Wache. Ich glaube, hier war doch unten noch ein Haus, wo so Banner vorhingen. Nee, nicht hier. Wo war das mit diesem riesen Vorplatz? Das auch nicht. Muss mich mal eben weiter genau umschauen, Leute. Ich hatte hier nämlich so ein Haus. Ist so eine Heilerhütte, ne? Auch, wir gehen mal eben hier rüber. Wo war das auch? Vorplatz. Schauen uns mal eben kurz hier um. Du bist jetzt gerade nicht da. Der sonst immer steht. Ist er hier drinne? Ja. Aldrim. Nee, der ist das auch nicht. Glaube, kann das sein, dass das hier hinten war? Ja, genau. Da ist, glaube ich, nämlich der Eisentyp drin. Ja, da ist er. Angrim, genau. Den habe ich gesucht. Wir haben mir das gesetzt. Was machen die? Was macht sie? Was macht die Berserker aus? Wir bedienen uns der Kraft der Natur und lehnen Technik rundheraus ab. Denn die Technik kann uns nichts geben, was wir nicht schon haben. War diese Welt einst eine leere Einöde, bringen wir sie wieder in Form. Um es klar auszudrücken, wir sind die Zukunft der Menschheit. Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Gemeinschaften? Meinst du etwa diese streunenden Hunde der Wüste? Das Pack schimpft sich Outlaws. Und genau das sind sie auch. Gesetzlose Wegelagerer, die nur sich selbst im Sinn haben. Und die Kleriker beten einen Gott an, der nur Tod und Zerstörung bringt. Sie leben auf kargem Fels. Und wir sind alle besser dran, wenn sie dort bleiben. Leider werden in letzter Zeit immer mehr von ihnen außerhalb ihrer Heimat gesichtet. Was stört dich daran? Eine ganze Menge. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sie ihre Reihen mit neuen Rekruten aufstocken. Noch sind sie uns an der Zahl unterlegen. Aber wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist bereits jemand unter uns, der ihre falsche Lehre verbreitet. Jemand müsste dem Ganzen ein Ende setzen, bevor sich unsere eigenen Leute gegen uns wenden. Eh? Wegen des Klerikers. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug eingenistet. Ich will ihn tot sehen. Und du wirst das unverzüglich erledigen. Oh, nice. Ich weiß sogar, welche Mission das ist. Erklär mir das Gesetz. Hör gut zu. Erstens, falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens, die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Drittens, Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens, Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens, freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Die meisten werden verbannt oder erleiden den Tod. Wir können uns in dieser Hinsicht keine Schwäche erlauben.
Wenn die Saat bereits faul ist, kann nichts Gutes daraus erwachsen. Hast du eine Aufgabe für mich? Wenn du unsere Regeln verinnerlicht hast, gibt es etwas, bei dem du mir helfen kannst. Das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Am Schlund wirst du die Hütte des Werkers Jora finden. Dort befindet sich seit kurzem eine defekte Elex-Waffe. Ich will, dass du sie mir bringst. Verstanden. Gut. Ich erwarte dich bald zurück. Wenn du sonst noch Fragen hast, sprich mit Jora. Geh nun. Hier, da haben wir jetzt noch mal ein paar Aufträge. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zum Jora, weil der ist hier, glaube ich, direkt gegenüber gewesen. Und dann holen wir die Waffe. War der da drüben? Ich glaube, ja. Nee, ich muss noch mal tiefer. Ich muss eine Etage tiefer. Da unten gewesen. Und dann können wir mal gucken, ob wir uns um den Kleriker kümmern. Ich weiß halt nicht, wie stark der ist, ne, der Kleriker. Kann sein, dass er mich halt richtig schnell aus dem Leben klatscht. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Sprech mal mit dem erstmal. Angrim sagte mir, hier soll eine Elex-Waffe liegen. Richtig. Was willst du damit? Er will, dass ich sie ihm bringe. Ah, ich verstehe. Ist das überhaupt erlaubt? Alle Achtung. Du stellst die richtigen Fragen. Angrims Aufgabe war ein Test. Und nein, es ist nicht erlaubt. Denn Technik hat einzig und allein hier beim Schlund ihren Platz. Und was habe ich jetzt davon? Zunächst einmal hast du uns bewiesen, dass du vertrauenswürdig bist. Aber ich schätze, du redest von Elexit. Wenn du willst, schau bei Angrim vorbei. Ich denke, für das Einhalten unserer Gesetze wird er dich gerecht entlohnen. Ah, sehr gut. Dann speichern wir mal. Wenn wir jetzt schon hier unten sind, dann können wir uns jetzt auch direkt an diesen komischen Kleriker machen. Ich weiß ja, wer das ist. Muss nur gucken, wo der jetzt gerade sich befindet. Der läuft nämlich hier auch in der Stadt die ganze Zeit rum, der Dude. Ah, da ist er. Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Das ist nicht gut. Er verurteilt jemanden zum Tode, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ich werde ihm zuvorkommen. Hilf mir, herauszukommen. Ich brauche sicheres Geleit, um aus Edan zu verschwinden. Dein Kopf ist wertvoller als dein Leben. Dein Kopf ist wertvoller als dein Leben. Du mieser Bastard! Ich zeige dir jetzt, was es heißt, mich zu reizen. Dir bringe ich Manieren bei. Komm. Boah, Drecksack, Alter. Muss aufpassen. Komm. Na bitte, geht doch. Hey, ich habe ihn umgebracht, sehr gut. Ich hab's geschafft. Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Ich will ja eh nicht bei den Klerikern anfangen, deswegen ist das nicht so schlimm. Oh. Jetzt habe ich zwei Aufgaben schon mal wieder erfüllt. Wahrscheinlich werde ich dann auch in Kürze Level Up sein, weil die geben echt sehr, sehr gut XP, solche Aufgaben. Ah, ich bin schon auf dem Weg zu Level 6. Stufe 6. Boah, da haben wir ja heute ordentlich was erledigt in der Folge. Geht gut voran. Bin guter Dinge, dass ich mich hier bald diesem Clan anschließen kann. Ah. Müssen wir erstmal wieder nach da hinten zu Angrim. Der wird, denke ich mal, auch sehr, sehr verwundert sein, dass ich das alles schon erledigt habe, schnell. Mal gucken hier, so. Muss auch gleich mal mich irgendwo pennen legen, damit ich dann wieder voll bin. Leben ist jetzt auch ein bisschen runtergegangen. Boah, der hat mich mit einem Schlag erwischt, direkt Hälfte Leben weg. Zum Glück haue ich so viel raus, dass ich die relativ schnell umklatschen kann.
Wegen des Klerikers. Bertram ist tot. Ist er der Kleriker gewesen? Dabei hatte ich ihn gar nicht unter Verdacht. Es besteht kein Zweifel. Gute Arbeit. Ich brauche mehr Männer wie dich im Clan. Hier. Du hast im Sinne des Clans gehandelt. Das soll belohnt werden. Jora sagt, ich habe deinen Test bestanden. Das hast du. Ich bin beeindruckt. Die meisten erfüllen ihre Aufgabe, ohne nachzudenken. Du hast jedoch mit Verstand gehandelt. Deine Weitsicht soll nicht unbelohnt bleiben. Außerdem erwarte ich, dass du auch in Zukunft redlich handelst. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir erkannten, welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben. Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft. Die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Okay, sehr gut. Gucken wir mal, wie wir hier vorangeschritten sind. Okay. Dann werden wir jetzt mal schauen, dass wir uns um die nächsten Aufträge kümmern. Was haben wir denn hier noch? Rachefeldzug. Ne, das ist Hauptmission. Gefährten. Zahn um Zahn. Der Berserker Askor ist ermordet worden. Ich soll Duras... Ah, genau. Indizienbeweis. Ein Krieg der Berserker. Der Berserker Duras scheint ein vielversprechendes Gefährt zu sein. Eine gute Verstärkung. Ich soll eine Befragung wegen des Mordes an dem Berserker Askor durchführen. Ab dann will Duras mein Waffengefährte werden. Okay, Edern. Spionen im Wald, Edern. Ah, okay, das ist alles auch schön sortiert. Man kann das auch schön einklappen, wenn man mehr Übersicht haben will. Das Gesetz der Berserker. Die Bewohner Uliets sollen dem Gesetz der Berserker folgen. Einige scheinen sich dennoch nicht daran zu halten. Ragnar sagte, dass sobald er in der Nähe ist, jeder handelt. Okay. Aldrin benötigt für den Mana-Schrein eine Menge Elex. Eine Lieferung Elex wurde vom Mana-Schrein gestohlen, bevor es umgehandelt werden konnte. Merkwürdig um Karl verschwunden. Hat mich beauftragt, nach ihm zu. Ich glaube, das könnten wir mal machen. Mal nach diesem Typen suchen. Ah, der wird mir da in die Richtung angezeigt. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo pennen gehen und dann werden wir uns auf die Suche nach diesem Typen machen, der anscheinend das Elex geklaut hat. Kann mir auch vorstellen, wo lang ich laufen muss, um zu dem zu kommen. Aber wir gehen jetzt erstmal irgendwo in ein Haus und pennen eben ein Ründchen. Hier das Haus dafür. Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Ich will hier nur schlafen. Eiskalt. Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Ich leg mich einfach so ins Bett und schlaf. Tschüss. ich habe ja noch Fleisch, das kann ich braten, ne? Oh. Bratenes Fleisch. Ja. Nehmen wir her die 5. So, okay, haben wir alles geschafft. Sehr gut. Ah, Essen regeneriert Leben über Zeit. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Der soll auch irgendwo da oben sein, ne? Hier, in dem Gebäude. Ja, genau. Der hatte ja gesagt, was von wegen an den Balkonen und so. Na, dann werden wir mal schnell speichern. Dann gucken wir mal, dass wir den jetzt da oben irgendwo finden. Ah, da läuft die Frau. Ich glaube, ich muss hier irgendwo hoch. Mal hier oben. Magnesiumfackeln, die kann ich sogar nehmen, da passiert nichts. Elektroschrott. Wie Speicher. Oben, dass das. Wie kommt. Hier haben wir nochmal Metallschrott. Hier kann ich mich ja mal schön umschauen und einiges einsammeln. Und wieder eine Ratte. So. Müssen wir auch immer schön ausplündern, weil die Knochen kann ich verkaufen, auch wenn die sehr wenig geben. Kleinvieh macht auch viel. Metallschrott.
Habe ich auch noch nicht herausgefunden, was ich mit dem ganzen Kram anfangen soll, mit diesem Metallschrott, aber das werde ich bestimmt noch. Uns mal hier um, ob wir hier noch irgendwelche Sachen finden. Lampe. Können wir auch verticken. Da kommen wir nicht rein, ne? Kann man nicht kaputt machen, die Bretter. Gutes Messer. Gute Gabel. Schrank, den können wir aber nicht untersuchen. Hier, da wo diese ganzen Bretter sind, da komme ich wahrscheinlich nicht rein. Typ muss irgendwo hier gleich sein. Suche aber jetzt noch erstmal hier die Gegend. Oh, wartet mal. Nee, da komme ich nicht rein. Okay, schade. Ich habe gedacht, da wäre es jetzt so, ich muss da reinfliegen, so ein kleiner Trick. Hier liegen auch noch Zigaretten und so rum. Die sind bestimmt auch gut zum Verkaufen, kann ich mir vorstellen, die ganzen Zigaretten und alles. Goldbrocken, ja. Hinten haben wir noch einen Heiltrank, habe ich schon gesehen aus der Ferne. Hier noch irgendwie groß was? Nee, ne? Ist aber auch nochmal ein Raum, an dem ich anscheinend noch nicht war. Muss ein bisschen aufpassen, diese Rollen sind immer sehr gefährlich. Ah, hier kann ich über diese Balkons quasi rübergehen, glaube ich. In die Räume, wo dann ja Bretter vor sind. Ah. Sehr schön. Da finden wir nämlich jetzt hier auch nochmal ordentlich Stuff, den wir mitnehmen können und brauchen. Weiß ich auch, warum die Magnesiumfackeln bekommen habe. Scheint aber nichts groß zu sein. Geldbündel nehmen wir auch mal mit. Guter Becher nehmen wir auch mal mit. Tagebuch eines Zimmermädchens. Ja, das müssen wir auch mal alles dann mal in Ruhe durchlesen. Die ganzen Sachen. Hinten ist noch ein Raum. Nehmen wir auf jeden Fall mal rein. Ah, hier war ich noch nicht. Scheint aber auch nichts großartig zu sein. Hier komme ich aber auch raus wieder. Haben wir nochmal Elexit. Buch mit Geschichten, das nehmen wir auch mal mit. Oh, hier haben wir sogar Zähne. Okay. Ich will nicht wissen, von wem sie sind. Zettel. Ja, hier sind wieder diese ganzen Räume. Na? Na gut, dann gehen wir mal weiter hoch. Da muss ich bestimmt hochfliegen. Spielzeug-Dino. Nehmen wir in jedem Fall auch mal mit. Klopapier, hier können wir rum. Oh, hier dieses ganze Gebäude, ne? Das muss man echt schön untersuchen. Hier liegt so viel Krempel rum, den man mitnehmen kann. Wie weit geht's denn noch hoch? Nicht mehr weit. Mal gucken, was haben wir denn hier noch? Hier ist sehr dunkel drin, ne? Ja, hier haben wir aber auch nichts mehr. Großartig. Oh, hier haben wir nochmal Dietriche. Das ist auch gut. Schlösser knacken werde ich auf jeden Fall, denke ich, skillen. Es ist nicht verkehrt, wenn man ganzen Schlösser hier aufknacken kann. Hier flog einiges noch rum. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Da geht's hoch wieder. Wahrscheinlich hier irgendwie außen rum. Oh ja. Irgendwie umfliegt oder so. Was haben wir hier? Alte Gesprächsaufnahme. Sie haben richtig verstanden. Ihr Antrag wurde abgelehnt. Sie sind ungeeignet. Wissen Sie eigentlich, was hier los ist? Sie haben all das Blut an Ihren Händen kleben. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Okay. Ja, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir werden
im nächsten Part weitermachen, denn für heute sind wir am Ende angekommen und ich denke, dass hier oben der Typ auch stehen wird, mit dem ich reden soll. Der wird sich bestimmt hier oben irgendwo rumtreiben. Wahrscheinlich sogar hier auf dem Dach. Gucken. Ja, hier oben ist irgendwie so eine Konstruktion. Aber ich glaube, dass wir das machen wir im nächsten Part. Wir werden im nächsten Part weitermachen, auch wenn es gerade etwas spannend wird. Oh, da haben wir noch Mana, das können wir nehmen. Ja, wir werden hier im nächsten Part weitermachen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer über euer Feedback und über eure Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von einem weiteren epischen Abenteuer in Elex. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.